Hier steht Rechtsanwalt Ulrich Kerner, er ist Fachanwalt für Strafrecht. Und hier kommt jetzt ein How-To für uns alle. Check your police record. Ihr habt alle, ob ihr es wisst oder nicht, einen Auskunfts- und Rechtsanspruch. Und Ulrich wird euch gleich erklären, wie man den nutzt und wie das eigentlich geht und warum wir das alle massenhaft tun sollten und nutzen sollten. So you all have, er vertritt ansonsten auch gerne kritische Bloggerinnen, politische Künstlergruppen und natürlich Netzaktivistinnen. Und vielleicht erinnern sich der eine oder andere von euch noch an diesen Hacker-Paragraphen. Some of you probably remember these Hacker-Paragraphs. Ja, genau. Ulrich war einer der Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich würde sagen, allein dafür hat er euren Applaus verdient. So, Ulrich was one of the people who led the lawsuit for the Verfassungsschutzgericht. So. So, hallo zusammen, bin ich gut zu verstehen? Hello everyone, can you hear me? Schön, dass sich so viele Leute hier für das Thema interessieren. It's great that so many people are here. Check your police records über polizeiliche Datenbanken, Auskunft- und Löschungsanspruch. Check your police record, police data banks. Das ist hier allen bestens bewusst. Daten fallen mehr und mehr an, werden mehr und mehr gesammelt. Data is being more and more captured and stored, and this is becoming more and more important. And we'd like to know, if people want to know how to do things with the police record, here's some of the things you can see. Introduction, was ist hier das Problem, was ist unsere Rechte, what are the problems, wie sehen die Rechtsgrundlagen aus, what are the fundamental permissions and rules und als that we have to do, die Polizeien Daten erfassen. So what can the police do with your data? Über I'm going to give you a little bit of a review of the different databases. It can't be thorough because there's always new ones being developed and reported on by the regional data privacy officers. Dann sozusagen der Kern hier, Auskunftsanspruch, den wir alle haben. What are the rights that we have and the ability to see and how can we actually take advantage of this to see or delete our orders, and a couple examples for the registration letters and what do they look like for a sample for the Berlin police. And then a description of how to delete them and the questions associated with deletion. And if there's some special questions in that specific topic that we can talk about. Die sie über mich erfasst hat, löscht und das nicht tut, dann bleibt mir der Rechtsweg oder dann habe ich den. What is the mechanism to be able to see, have they actually deleted it, what can I do about it, and how can I confirm this? Datenbanken, polizeiliche, gehen uns alle an. We're all going into police databanks. Oh, but not me, of course, some people say. I've never broken a rule and they don't have any reason to monitor me. A lot of people feel this or something similar to that. This is the wrong impression for this, and that's absolutely true. People make police, police make mistakes, and you know, police are human too. Ich bin ja überrascht, dass hier keiner widerspricht. I'm not surprised that no one's disagreeing with me. Wenn etwas in polizeiliche Datenbanken Einfluss findet, da gespeichert wird, heißt das noch lange nicht, dass es jemals eine sozusagen tatsächliche Situation gab, die diese Speicherung überhaupt gerechtfertigt hat. Ein bisschen bin ich auf das Thema gekommen im Rahmen. So how did I come on this particular topic? How someone's data makes it into a police database? Vermerk, polizeilich bekannt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Hausfriedensbruch und als BTM-Konsument. Und mein Mandant sagte mir, ja, Hausfriedensbruch. So I asked my regional officer. Aber auch ganz lange her. Aber fahren ohne Fahrerlaubnis. Ich habe 1984 meinen Führerschein gemacht und ich habe den nie abgeben müssen. Ich hatte immer einen Führerschein seitdem. Daraufhin habe ich das LKA in Brandenburg angeschrieben, das Ermittlungsverfahren, also Fall war in Brandenburg. There was a case in Brandenburg. Und habe gefragt, bitte Auskunft, was ist gespeichert und zweitens löschen. I asked for information, what is, wir haben die Daten gelöscht. What kind of information is in the database about my client?
zuerst wollte ich mal wissen, was ist denn überhaupt mein, über meinen Mandanten gespeichert. What is, und dann kam original ein Schreiben zurück, das können wir nicht mehr mitteilen, wir haben die Daten gelöscht. Stored about my client in the database. Dankeschön. Thank you. Also erstens, es können dort Sachen reinkommen, die haben First of all, sind entweder wahnsinnig alt there oder could sind gar, be sollten gar nicht gespeichert stuff in the database werden, which are, schlichtweg falsch. Are very old, kann sich vorstellen, they are wrong abends or outdated. Wird, beispielsweise auf der Landstraße im Auto oder meinetwegen auch in der Stadt. Ganz allgemeine Verkehrskontrolle oder Vorkontrollen bei der Anreise zu irgendeiner großen usual stop, just for check on the street. G7-Gipfel oder ähnliches. Dass es einen entscheidenden Einfluss hat, wie diese Kontrolle läuft, like the G7 in Hamburg. Beamtinnen da vor Ort die Daten eingeben und dann dort bestimmte Treffer haben, Limo, and also if the police orientiert makes a oder gewaltbereit, in the database, oder vielleicht they know, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und what is stored qualifizierte in there. Körperverletzung und ähnliches. Das ist jetzt im Bereich der Gefahrenabwehr. That aber ich meine, for es ist auch ganz entscheidend im Bereich der Strafverfolgung. Denn wenn im Bereich der Strafverfolgung die Polizei ermittelt und sie hat diverse Personen, gegen die sie ermittelt, und der eine hat einschlägige Anträge, they put in a lot of different people into these databases. Datensystem, dann würde ich davon ausgehen, ist es eine ganz menschliche Eigenschaft, sich irgendwie ein bisschen mehr vielleicht auf diese Person zu konzentrieren oder irgendwie zu denken, hoho. So they will put in a variety of different people in the database and they have to focus on specific candidates, but they don't always know that in advance. That's the introduction. Möchte ich das kurz abhandeln. Es geht um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. So the basic rules are that this is not in the Grundgesetz, which is the fundamental constitution. Artikel 1, Absatz 1. Und die Leitentscheidung dazu war das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Wer das nachlesen will, in eine bessere Bibliothek so the specific, specific document is the Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes, which I'm not going to try translate, but it's from 1983, you can find it in the library. Verwendung von persönlichen Daten zu bestimmen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, dieses Recht soll insbesondere einem Einschüchterungseffekt so the purpose of this sagt weiter, this rule is that it shall protect the right of people to wir haben das Recht, control their data. Informationelle Selbstbestimmung. Ein Eingriff ist jede Verkürzung, jede Speicherung von solchen Daten ist ein Eingriff. So and it also requires the control of the access to the data. Every attempt to review it or access it is considered an access. Muss bereichsspezifisch und präzise bestimmen, wie Daten erhoben werden, wie sie weiter verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden dürfen. How long can data be stored? Wie sie auch irgendwann wieder zu löschen sind. And when must it be deleted? All of these are requirements that are must be associated with different databases. Vor allem in der Strafprozessordnung finden wir im Bundeskriminalamtsgesetz, finden wir im Bundesdatenschutzgesetz. So there are required rules, one that is von Strafverfolgungs- und Strafermittlungsbehörden. Das ist nachher wichtig für den Rechtsschutz. Wir müssen da sozusagen unterscheiden zwischen repressiven und präventiven Vorgehen. We have to be able to describe the difference between repressive limitation-based controls and preventive-based controls. Tätigkeiten, für die Polizei auch zuständig ist. Police are responsible for both. Mischdateien haben, die für beides herangezogen werden. Ich zeige mal ganz kurz so eine Regelung. I'll show you very quickly the rules associated for the police rule 29. Den brauchen wir jetzt hier nicht im Einzelnen. We can't go through this individually. Das Entscheidende ist, dass hier steht in Absatz 2, also die Bundespolizei in paragraph tie, letztlich nichts anderes bestimmt ist, personenbezogene Daten, die sie bei Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung über eine einer Straftat verdächtigen Person erlangt hat, in Dateien speichern, verändern und nutzen. Und soweit dies zur Abwehr von Gefahren im Rahmen der von der Bundespolizei obliegenden Aufgaben
oder für die Zwecke zukünftiger Strafverfahren erforderlich ist. Ich fasse nochmal das Kurze zusammen. Die dürfen Daten erheben und speichern, wenn dies erforderlich ist. Wann das erforderlich ist, ist naheliegend. So very, very long translation in German that I was unable to complete. Wir streiten, wenn es darum geht, war das Ganze rechtmäßig und sind die Sachen vielleicht auch wieder zu löschen, und zwar jetzt zu löschen. Kleiner Überblick. Wir haben a small overview of the different types of police databases. Der Landespolizei, der Bundespolizei, die hat alleine jetzt 4 mir bekannte Bundesgrenzen. There's 4 within the federal police. Geschützter Grenzfahndungsbestand, TAFAS, the Border Patrol. Und PICUS, das ist die polizeiliche Informations-, Kommunikations- und Unterstützungsdatei. Und also the national level police and security forces. And also on European based polices. Staatsanwaltschaften haben, and this is not a complete list. Dass Verurteilung eingetragen wird. Staatsschutz, Verfassungsschutz, BND, alle führen Datenbanken. Wer ein bisschen aufmerksam die Presse verfolgt hat, nachdem Edward Snowden, die uns allen. So after the Edward Snowden incidents more and more of these have has resulted in a very, very comprehensive data privacy review program. We want to really, the purpose was to ensure there was a really thorough review of the different sorts of databases that different criminal and other police regulatory forces had access to. Kurzer Sprung zurück. Ich habe eben gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ganz deutlich gesagt, keine Erfassung ohne rechtliche Grundlage. Strafverfolgungsbehörden sehen das eben gerne anders oder sind da sehr, sehr groß. So the different police forces have specifically different responses to the different types of data storage requirement. Es gibt hier immer zum Beispiel noch Diskussionen über Fluggastdaten, die an die USA. These are specific databases of the European Union. Unternehmen sozusagen eigenständig machen müssen. Hier mal Datenbanken, Einzeldatenbanken in Pol. These are individual databases related to federal level police databases with slightly different access rights and storage rights. And this is a continuation of that. DAD, give you an example, is the DAD. It's the theoretically called the gene database. Familiäre Verhältnisse und Ähnliches zum Beispiel zu sammeln. Wir haben hier die typischen Straftäter, linksmotiviert, rechtsmotiviert, Kriminalität. On all sorts of different rights and access controls. Zum Beispiel angeschlossen hier ist auch CEVIS. Das ist das. Another example here is CEVIS. Aus verschiedenen Unterdateien besteht. Da haben also auch die Landespolizeibeamten Zugriff, wenn sie jemanden vor Ort anhalten. Dort eine Eintragung zu haben, kann äußerst unangenehm sein, beispielsweise wenn jemand in Deutschland seinen Führerschein verloren hat, der mal den in Deutschland erworben hat, central register for all the cars ist ins Ausland gezogen, hat im Ausland seinen Führerschein gemacht, nachdem er central register for all the driving licenses issued in Germany. Hat dort wieder einen Führerschein gemacht. If you are able, nicht umgangen, und in Spanien gab's zu dem Zeitpunkt physically able to own and drive a car. Wenn er hier angehalten wurde, ich weiß nicht, zweimal im Jahr, central register wenn er nach Deutschland gekommen ist, lange Haare, bunte Klamotten, buntes really Wohnmobil, means. Dann war sozusagen die Kontrolle früher oder später vorprogrammiert. Dann haben dort die Beamten immer gefunden, Führerschein entzogen. Dann haben sie jemanden, der hat einen ausländischen Führerschein, dann wissen die nicht, ist der jetzt gültig, ist der nicht gültig? Das hängt dann davon ab, wann der erworben wurde. Während der Sperrzeit, nach der Sperrzeit, da war dann immer
So this database also includes all of the database information from people who have transitioned from a foreign license and to track the legitimacy of those licenses as well. Es kann mitunter ziemlich unangenehm sein. Eintragung in der Antiterror-Datenbank beispielsweise möchte ich nicht. So these are some examples of the Berlin anti-terror databases. Ich habe gesagt, ich bin aus Berlin. In Berlin haben wir eine ganze Reihe Datenbanken. Berlin nutzt die Polizei, nutzt Polix. Das ist eine in Berlin. So the Polix is a Berlin specific system. Other states have something called Polis. There's always new databases being built, for example, the VDB database. Anfrage durchs Informationsfreiheitsgesetz, dass die Berliner Polizei Anmelder von Demonstrationen. So this is where they save data about that have registered for demonstrations or protests, but also people who visit there or show up there. Und der Wichtigkeit, die diese Versammlungsfreiheit für uns alle bedeutet, für die Demokratie bedeutet. It's concerning that for democracy that they're tracking this information is being stored so systematically. Das ist unklar und das ist höchst bedenklich. Wir haben immer solche It's not entirely clear exactly where what data can be stored in there. Die Sportgewaltdateien, die auch Teil des Inpol-Systems vom BKA sind. Da hat auch das OVG das niedersächsische OVG irgendwann mal festgestellt, dafür gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage, beziehungsweise keine Rechtsverordnung, die das regelt, und dann dürfen die eben nicht erfasst werden. Der Berliner Datenschutzbeauftragte hat beispielsweise mit Erstaunen 2010 festgestellt, dass auch die Wasserschutzpolizei eine eigene Datei hält. The highest court in the state of Lower Saxony ruled that. Das war irgendwie bisher rechts unbekannt, hat festgestellt, Rechtsgrundlagen gibt es nicht. Rechtsgrundlagen brauchen wir aber. Ich habe jetzt einen Mandanten, wo ich da mal eine Anfrage machen werde. I now have a client unterwegs ist, aber in Berlin. Ich bin gespannt, was ich da für eine Auskunft kriege. I wanted to inquire what kind of data is stored. I'm looking forward to be informed what is in fact stored about my client. Sozusagen die Mutter der Norm ist in Paragraph 19 des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt, und da finden wir auch, dass nicht nur It's in the 19 paragraph where this is ruled. And so how you can specifically access it. This is the right to access. And within paragraph 50, if you looked. So paragraph 2 kommen dann die Einschränkungen. Der Paragraph 19 hat 7 Absätze. Absatz 7 ist die Auskunft ist kostenlos. Das ist ja schon mal schön, anders beim Informationsfreiheitsgesetz. Der Versuch wird regelmäßig mit hohen Kosten. Really difficult to translate that. Davon abzuhalten. Aber es gibt eben viele, viele Einschränkungen. Ich lese mal hier kurz vor, Paragraph 50 Absatz 2 ASOG, also die Berliner Regelung. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zurückstehen muss. Und solche Regelungen geben den Behörden natürlich viele Möglichkeiten. So the complexity of these rules give a lot of flexibility to different rule organizations to control it. Which is extremely problematic. So who is allowed access to these things, or how do you get access to these things? Was die gespeicherten Daten der Landespolizeien angeht, beim zuständigen LKA. So the LKA is responsible for the regional police and for the federal and international is the BKA. Aber Inpol beim BKA, das hier nicht ganz korrekt sozusagen. Bei den Verfassungsschutzämtern kann man anfragen. And also by specific regional security agencies. Und Gefahrenabwehr tätig sind. Wie wird dieser
Antrag gestellt. Es wird How can you submit one of these orders? It's a highly protected individual right. Ja, das reicht nicht. Wir brauchen eine Vollmacht. Da muss ausdrücklich drinstehen. Datenauskunft, das ist ein höchstpersönliches Recht. Wir wissen noch gar nicht, ob Ihr Mandant das überhaupt will. Ich habe das jetzt im Kleingedruckten in der Vollmacht. So, ich bin mal gespannt, wann mir einer sagt, dieses höchstpersönliche Recht kann man nicht. So despite the fact that this is a highly protected or a highly significant right, it's still often argued. You need some identification, such as a passport. Da werden zum Teil sehr hohe Hürden aufgebaut. Das BKA beispielsweise möchte eine bestätigte Ausweis. Sometimes they need a certified copy. Ihr müsst zur nächsten Polizeidienststelle gehen und euch bestätigen lassen, dass ihr die Person seid, die diesen Ausweis. So you literally have to go to another police agency in order to have them confirm that your passport is actually yours and certify it. Noch nie davon gehört. Da hilft es dann sozusagen nur BKA. And of course, other police agencies may not have heard of this and so can't actually act on this. And only then can you go back to, once you have a certified copy, can you go back to someone to ask. But this is... So, und jetzt mal sicher interessant hier something very interesting here. This is an example. There's nothing dangerous in within it. Nochmal einen Schritt zurück. Wenn ihr eine Auskunft beantragt habt, dann kommt in der Regel ein Bestätigungsschreiben, Eingangsbestätigung, wo drin steht, das wird jetzt lange dauern. So when you submit this, you receive a warning that this might take a while for this to be executed. Not funny at all. Der Innensenat hat dazu sich folgendermaßen geäußert vor ein paar Jahren. Das ist Drucksache 13-2267 aus Berlin. Die Bearbeitung eines Datenauskunftsverlangens dauert 6 Stunden. So this is the example of a specific Vernichtungsantrag dauert 15 Stunden. So a review takes 6 hours and a deletion 15 hours. Was ist hier gespeichert oder was wird hier wiedergegeben? Erstmal so what will be received here? Immer unter Fettdruck. Erstens Verdacht der Beförderung, Beförderungserschleichung in 3 Fällen. Das ist die kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlung. Da sind jetzt verschiedene Ermittlungsverfahren drin. Es steht hier, gab es nie eine Rückmeldung, wie das ausgegangen ist. Zum Teil steht das auch drin. Zum Teil steht dann eingestellt gemäß 172, weil keine Strafbarkeit oder nicht nachweisbar, dann meine ich, gehören die Sachen schon immer gleich gelöscht. Zum Teil steht Ausgang unbekannt oder Einstellung. Was haben wir hier weiter? Unter anderem steht hier im Zuge der Festnahme, the document which was sent to the lawyer about his client was driving with, dann geht's weiter, sonstige driving Daten, without a fare ticket on the public transit system. Dann haben wir personenbezogener Hinweis. Then there was various living addresses of his und client. Dann erfasst wurde. Dann haben wir eine Alias-Person, da hat sich jemand mal mit falschen Namen ausgewiesen. Then und dann lesen wir hier, dass der Idee behandelt wurde und für welches Inspector Verfahren es war. Giving und an alias, so he was besondere, allgemeine saying he was a different person than he actually was. Merkmale, da steht dann immer sowas wie Tätowierungen, Körpergröße, Schuhgröße, Augenfarbe etc. And then specifics like tattoos lesen, sozusagen oben zweiter Block. And other stuff. Da steht dann, diese gesamten Daten, einschließlich der dazugehörigen sonstigen Daten, habe ich gelöscht. All of these data, inclusive all other relevant data, dass ihre weitere Speicherung für unsere Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Because it is not necessary anymore. Das wollte ich auch. Be stored. Einzelfallbearbeitung, es gibt turnusmäßig, hat die Polizei bestimmte Fristen, da müssen sie sowas anschauen, oder die Behörden, die sowas speichern. Aber wenn sie sozusagen in einem Einzelfall sich die Sache vorlegen, dann müssen sie vorknöpfen, dann müssen sie das auch machen und eine Anfrage ist immer ein So when you have to do this, one question often comes up is, has it really been deleted? Is a question. There's a caveat at the bottom that says that all of it might actually be there, so there's no real guarantee that it's been deleted. Oder ähnliches. Personenfahndung.
Und solche Sachen, auch hier dann wieder der Hinweis, another small warning here that these other things have been deleted. Überall ein Hinweis ist, dass die Daten für den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss nochmal weitergegeben wurden, hier aber jetzt auch gespeichert wurden, speziell hier auch gelöscht. So also identifies other things that have been deleted. Daten, die die Polizei oder bestimmte Daten, die die Polizei bei Inpol eingespeichert hat. And then specific data about that was located in Inpol was also then deleted. Und ansonsten heißt es, ansonsten fragen Sie doch bitte beim BKA Inpol. And then it says if there's any questions go to BKA. So, ich habe noch 5 Minuten. I have another 5 minutes. What questions do we have? So I'm going to speed up so we can have questions. So I'm going to go to the deletion rules. These are the things that you can be possibly deleted. So when something's incorrect, oder Einzelfall, nämlich die Anfrage kommt, und dann Sperrung oder Löschung. Wenn Speicherung nicht mehr erforderlich. And so you can also delete when it's the saving isn't still helpful. The limits that are also that need to be reviewed are 10 years for adults, 5 years for youth. Und deshalb lohnt sich eine Anfrage zu machen, weil es dann häufig zu Löschen kommt. Dann sagen Sie, jetzt haben wir es auf dem Tisch, dann machen wir das jetzt mal. So once you've gotten the permission to do this, there's then some specific issues. Wir fragen uns, es ist immer die Frage, wann ist das denn notwendig? Und da wird viel gestritten, beispielsweise Kontrolldelikte. Ein Kontrolldelikt ist ein Delikt, wo nicht die Polizei lange ermittelt, sondern diese typischen Zufallsfunde, da wird mal bei wem die Taschen kontrolliert, da hat er 2 Gramm Cannabis. Und der Konsum ist nicht verboten, aber der Besitz ist verboten. So... Example would be with the marijuana that was something that was not charged because it was so small amount of marijuana, for example, but is still technically a violation of the rules. So why would the police keep this for something that for is it for future reasons, perhaps? Das sind Sachen, über die wir dann streiten, auch vor Gericht. And so these are the things that we're also arguing on the rules. Und es gibt aber bestimmte Situationen, da muss man an die ordentlichen Gerichte beziehungsweise an die sozusagen an das Strafgericht, wenn es um strafprozessuale Maßnahmen geht, das ist immer ein Einzelfall. Also wenn jemand sagt, ich habe hier Daten, die wollen die nicht löschen, ich will die aber weghaben, muss man sich anschauen, auf welcher Grundlage sind die gespeichert und dann, wo geht's hin? So, ich bin am Ende. Jetzt ein finishing ganz wichtiger Hinweis. One more thing. Wer wissen will, was über ihn gespeichert ist, muss beantragen, dass er Auskunft bekommt. Und die Rote Hilfe hat eine ganz tolle Seite eingerichtet, Datenschmutz mit ganz vielen weiteren Hinweisen. Und dort gibt es ein Tool, mit dem man sich... This is a review of a tool that can help you generate the specific forms that you need to... create to have to either review or delete your the forms are created here. Da wird es leicht gemacht. Da steht auch immer drin, was für eine Ausweiskopie braucht man. So it also explains what type of what specific passport copy you require. Hier sein Schreiben schon ausdrucken, damit man es nicht, damit so you can print it out here. Was man immer mal machen will, kann man rather than save it there. If anyone, so on the datenschmutz.de, there's a lot more information about this process. And so all of the specific databases listed there. And also, oh, take a look on Netzpolitik for other specific related topics. So. Ich muss hier fragen, ob ich noch 1 oder 2 Fragen beantworten kann. Ich möchte nicht überziehen sozusagen für den nächsten Redner oder nächste Rednerin, die hier eigentlich schon startet. Eine Minute haben wir noch. We have only 1 minute left. Herzlichen Applaus. Applause. So.
spart euch den Applaus. Ich beantworte lieber eine Frage, wenn es eine gibt. Aber vielen Dank und danke, für dass ihr zugehört habt. Ich meine, ein sehr wichtiges Thema. If there's any questions, ihr habt das gesehen oder it's a very important topic. Die Grundrechte sind nur wirksam geschützt, wenn der Bürger sich permanent darum kümmert. So we can only protect our rights if the citizens actively control and test them. Vielleicht bei sensiblen Daten sowieso nicht die schlechteste Idee. Eine Frage. First question. Die Landespolizeibehörden machen auch gerne einen Unterschied zwischen den regional police make a und ihren Vorgangsbearbeitungssystemen und schreiben dann immer zurück in den Vorgangsbearbeitungssystemen. Das ist ja nur unser elektronischer Schreibtisch. Da wollen ist das eine Frage? Sorry, ist keine wirkliche Frage, oder? Wir sind auch jetzt leider durch mit der Zeit. Vielleicht unfortunately, the time has been used up. Danke, ja. Ich greife das mal auf. Danke für den Hinweis. Ja, es ist zum Teil problematisch. Die zicken häufig rum, um es mal salopp zu sagen. Und insbesondere, wenn man noch erwartet, dass in der einen oder anderen Akte die noch in Papierform irgendwie vielleicht auch geführt ist, dann wollen die häufig, dass man genau einen Hinweis gibt, wo die suchen sollen. Und sagen, sonst haben wir hier einen zu großen Aufwand. Danke, lieber Ulrich.